So, hallo, liebe YouTube, liebe Facebook-Freunde, ich bin's wieder, euer spiritueller Anarchist. Das Thema heute heißt Dreiste Zahnarztabzocke. Ja. Ich möchte euch von einem Fall berichten, jetzt hier in meiner Familie, was passiert ist. Und zwar, ich möchte jetzt sagen, keinen Namen nennen, aber es ist jemand aus meiner Familie, der hat einen unverschämte Rechnung bekommen. Ja. Also die Geschichte war so, die Person hat einen Termin gemacht beim Zahnarzt. Ja. Den Termin hat sie dann bekommen, erst 2 Monate später, nachdem sie angerufen hat und den Termin ausgemacht hat. So, jetzt hat die betreffende Person, die den Zahnarzttermin gemacht hat, aus meiner Familie, ja, nach 2 Monaten den Termin einfach vergessen. Ja, kann ja passieren. Und jetzt ist ja folgendermaßen, sie hat auch nichts unterschrieben, ja, also hat auch gar nicht, hat den Termin telefonisch ausgemacht, ja, und jetzt kommt eine Rechnung von sage und schreibe 80 Euro, ja, was berechnet worden ist, wie die Bereitstellung der Geräte in der Zahnarztpraxis. Ja. Kam also quasi Rechnung von dieser Zahnarztpraxis. Okay. Ja. Also Aufregung natürlich riesengroß. Und das Hinterfotzige ist, dass dieser Brief nicht unter der Woche im Briefkasten war. Ja. Dann hätte man ja noch anrufen können und die Sache klären können. Nein. Die machen das ganz hinterfotzig, ja. Und zwar ist der Brief am Freitag im Briefkasten gewesen, ja. Die betreffende Person, die Rechnung bekommen hat, hat sie dann am Samstag den Brief geöffnet, hat sie dann drüber riesig aufgeregt, ja. Und ja, und das ganze Wochenende war versaut, ja. So, und genau das, ihr müsst ihr immer wissen, genau das ist die Masche von denen. Diese hinterfotzigen Briefe, diese hinterfotzigen Rechnungen kommen immer erst am Freitag oder am Samstag. Freitag oder Samstag liegen die Briefkasten. Stimmt's? Hab's bestimmt auch schon bemerkt. Ja. Und wie wir halt so sind, wir müssen noch ein Stück Kaffee trinken. Wir sind ja alle neugierig und dann machen wir die Briefe sofort auf. Ja. Aber wir merken gar nicht, dass wir damit ja unser Wochenende versauen. Ja, und dass wir damit eigentlich wir den Ärger haben. Sie haben nicht den Ärger. Ja, die Behörden oder die Zahnarztpraxis, ja, die diese unverschämten Zahlungsaufforderungen oder andere unverschämte Forderungen da aufstellt und dann ein paar Brief, dann ein paar Post zuschickt. Ja. Und deswegen komme ich da auch gleich mal zu einem Tipp. Jetzt weiß ich nicht. Von meinem Video, ich gucke gerade, ob die Beleuchtung noch vernünftig, ich versuche noch ein bisschen die Beleuchtung hier zu verbessern. Und jetzt kommt mein Tipp, öffnet diese Briefe niemals sofort, sondern lasst die Briefe einfach mal nur bis zum Montag schon mal, lasst die Briefe erstmal im Briefkasten. Ja. Öffnet diese Briefe nicht sofort. Weil ihr habt jedes Mal den Ärger und macht euch jedes Mal das Wochenende kaputt. Das ist das Problem. Ja. Das hat Zeit bis zum Montag. Ja. Weil genau darauf, ich muss immer denn genau darauf spekulieren, ihr regt euch auf, ihr verschießt am Wochenende euer Pulver, schlägt auf den Tisch und flippt aus. Ja. Die lachen sich den Arsch drüber ab. Die wissen ganz genau, dass ihr euch bis zum Montag dann nämlich wieder beruhigt habt. Ja. Wenn gerade da, wo ihr die Brief offen habt, habt ihr doch erstmal die richtigen Worte. Da habt ihr doch jetzt erstmal richtig auf Dampf. Ja? Bloß ihr könnt den Dampf nicht rauslassen, weil ihr ruft es an und dann ist die Person schon am Feierabend. Ja? Und das ist das Ding. Und spielt, und deswegen sage ich, spielt da nicht mehr mit bei der Scheiße. Ja? Macht es nicht mit. Also erstens einmal Briefe nicht sofort öffnen. Warten bis zum Montag. Ja? Dann, wenn ihr den Brief geöffnet habt, ja, und ihr auf Dampf seid, dann ruft es an und macht sie
Herrn und Damen da zur Schnecke. Dann ist es wichtig, einen Widerspruch einzulegen. Widerspruch. Immer, wenn eine Zahlungsforderung nicht gerechtfertigt ist, Widerspruch einlegen. Bei dieser Zahlungsforderung, wo ich erzählt habe, mit dem, von dem Zahnarzt, die 80 Euro, ich habe recherchiert, sie ist nicht gerechtfertigt. Ja? Weil die Person, die betreffende, also Patientin, ja, hat also da nichts unterschrieben. Ja? Und somit hat die Zahnarztpraxis auch gar nichts Schriftliches. Und von dem her ist diese Rechnung, hat die also keine rechtliche Durchsetzungsfähigkeit. Ja? Also Widerspruch, einmal einen Widerspruch legt, es reicht auch, wenn man einmal einen Widerspruch einlegt, also bin ich auch immer wieder gefahren und muss sagen, das hat funktioniert. Ja, ich habe Widerspruch eingelegt und habe bei dem Widerspruch nur reingeschrieben, dass dieser Widerspruch gültig ist für alle Briefe dieser betreffenden Zahnarztpraxis und auch deren Anwaltskanzleien. So, Punkt. Ja. Den schicke ich ab. Ja. Und normalerweise höre ich nie wieder was. Wenn dann wieder ein Brief kommt, dann landet der Müll. Ganz einfach. Ja? Ich ärgere mich, mache keinen Koffer, ich nehme den Brief, reißen und schmeißen in den Müll. So einfach ist das. Da sollen sie kommen. Ja, ich habe keine Angst vor den Pissel. Und deswegen sage ich euch, bei unverschämten Zahlungsforderungen, unfairen Briefen und die gemeinen Briefe, die kommen immer am Freitag, Samstag. Am Freitag und Samstag, wenn da ein Briefkasten bei euch im Briefkasten ist, muss bei euch die Alarmglocken läuten. Da müssen da hellwach sein, müssen sagen, oh, das kann womöglich irgend so eine beschissene Zahlungsforderung sein. Also da hellwach sein, überlegen, ja, und nicht euch zusammenreißen, eure Neugierde wirklich unter Kontrolle halten. Und nicht den Brief öffnen. Nicht öffnen. Wartet bis Montag. Weil dann könnt ihr anrufen. Ja? Macht euch nicht das Wochenende kaputt mit solchen Briefe. Ja? Mit solchen Rechnungen. Mit solchen Zahlungsaufforderungen. Ja? Diese unverschämten Sachen kommen immer am Freitag, Samstag. Das wollte ich sagen. Das ist jetzt mein Tipp. Ein Video. Wie man sich gegen solche unverschämten Zahlungsforderungen da wehrt. Ja? Also ihr könnt gern in meine Kommentare schreiben, ihr könnt auch gern Tipps, was ihr wisst, wie kann man sich gegen so unfaire, fiese Behördenbriefe, fiese Zahlungsforderungen etc., wie kann man sich dagegen wehren? Gerne, also ich bin auch noch offen, ich lerne auch noch gern dazu, ja, wenn ihr da noch Tipps habt, schreibt es in meine Kommentare, ja, diskutiert mit mir, gar kein Problem. Ja. Auf jeden Fall, in diesem Sinne, wer sich nicht wehrt, der lebt verkehrt und von dem her macht es gut und bis bald.